bin Michael Kramm, der neue Bürgermeister. Hier in Tespe, der Gemeinde Tespe. Tespe ist ja ein Ortsteil. Die Gemeinde Tespe besteht aus Apendorf, Büdling und Tespe. Also, ja, ich bin 58 Jahre alt, verheiratet, habe 5 Kinder, 3 Mädchen, 2 Jungs. Naja, alle schon erwachsen. Ich bin Wasserschutzpolizist in Hamburg. Ich bin aufgewachsen in der Nähe von Braunschweig-Peine, habe mal Kfz-Mechaniker gelernt, war dann 10 Jahre bei der Bundeswehr und nach der Bundeswehr bin ich dann zur Hamburger Wasserschutzpolizei gewechselt. Ja, und da bin ich jetzt nun schon seit fast 30 Jahren. Ob es 70 sind, also die fehlenden Plätze zu ermitteln, ist immer eine Problematik. Die Kita-Plätze hängen ja ab von Zuzug und von Abwanderung und wie viele Plätze da sind. Wir haben ein Neubaugebiet, da wo überwiegend natürlich junge Familien hinziehen, auch mit Kindern. Ob es 70 sind, das kann ich nicht beantworten. Das wäre auch unseriös. Aber die AWO, das ist der Träger der Kita, die stellt einen sogenannten Wirtschaftsplan auf und auch eine, eine Prognose, wobei Prognose nicht so das komplett richtige Wort ist. Aber erhebt eine Planung und danach werden die Kita-Plätze berechnet. Ob 70 sind, weiß ich nicht, aber es fehlen Kita-Plätze. Das ist so, das ist Fakt, ja. Und dort besteht unsere Lösung darin, dass wir jetzt zum August hin, weil da das neue Kita-Gesetz in Kraft treten soll, eine schnelle Lösung herbeiführen wollen. Das, was den Familien hier noch hoffentlich auch helfen wird, nämlich die sogenannte Containerlösung. Dort werden geplant eine Elementar- und eine Krippengruppe. Das ist also ein Problem, was den Bürgern auf den Nägel brennt, die Kita-Plätze. Da sind wir auch dran. Da sind wir auch schwer dran. Aber man kann anderthalb Jahre Verwaltungsstau nicht in einem Monat aufarbeiten. Also wir tun schon, was wir können. Und wir sind auch bei den Eltern und bei den Familien. Und wir zielen also wirklich auf den Punkt 1.8. und hoffen, dass wir dort eine Lösung konkret präsentieren können. Ja, weitere Probleme sind die Straßen. Die Schulstraße ist da nur ein Beispiel, dann kommt die Bergstraße, aber das ist nicht abschließend. Ich könnte jetzt noch mehrere Straßen aufführen, wo die Bürger von der Gemeinde Tespe, die Schulstraße ist hier in Tespe, die Bergstraße ist in Büdling, sich Sorgen machen über den Straßenzustand. Auch da ist es das Problem, dass es eine alte Straßenausbaubeitragssatzung gab, oder die gibt es auch jetzt noch, die besteht, die den Leuten viel Geld kosten würde. Ich muss mal unterbrechen, da gehe ich mal ran. Kramm, Gemeindebüro Tespe, guten Tag. Straßenproblematik, ja, auch da. Wir wollen so schnell als möglich und im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben eine neue Straßenausbaubeitragssatzung erstellen. Und zwar ist unser Favorit dort die sogenannten wiederkehrenden Beiträge. Das bedarf aber auch erstens des Abschlusses des alten Systems. Das heißt, Rechnungen, die noch nach der alten Straßenausbaubeitragssatzung erhoben werden müssen, die müssen erst nochmal alle gezahlt werden. Vorher ist es nicht machbar. Und die neue Straßenausbaubeitragssatzung ist dann halt wiederkehrend und dann müssen dazu dementsprechende Pläne aufgestellt werden. Das heißt, sogenannte Abrechnungsgebiete müssen erstellt werden. Fakt ist, wenn wir das umgesetzt haben, werden die Belastungen für den Einzelnen geringer, als sie jetzt überhaupt sind. Da ist die Problematik erstens länderübergreifend. Wir sind Niedersachsen, Gesthafte, Schleswig-Holstein. Soweit mir das bekannt ist, haben da keinerlei Absprachen stattgefunden. Und wie es aussieht, nimmt das Land Schleswig-Holstein da recht herzlich wenig Rücksicht auf das Land Niedersachsen. Also die interessiert es anscheinend nicht so sehr, wie die Niedersachsen zur Arbeit kommen.
Weil die Grenze nach Schleswig-Holstein ist auf der Mitte der Brücke. Und da endet auch die Zuständigkeit. Man hätte sich vielleicht ins Benehmen setzen können, was man machen kann. Aber da sehe ich eigentlich auch wenig Kreativität bei beiden Beteiligten nicht. Wir sind in der Kommune unten nun mal die letzten Glieder, die gefragt werden und die auch daran beteiligt werden. Zudem ist es eine Bundesstraße, die davon betroffen ist. Also da haben wir schon mal gar nichts zu melden. Aber ich finde die generell die Problematik B404 und Elbmarsch ist von wenig Ideenreichtum geprägt. Also ich kenne es aus Hamburg, ich bin Hamburger Polizist. Da gibt es an der Alster die zweispurige Verkehrsführung morgens rein, zweispurig, abends raus, zweispurig. Und das wird jeden Tag neu abgehütet. Also da werden Pylone aufgestellt, da werden zwei Fahrspuren in eine Richtung freigegeben und dann läuft der Verkehr. Ich frage mich, warum man das nicht auf den Elbbrücken so macht. Also das wäre zumindest mal einer von meinen Gedankengängen, die ich zumindest mal prüfen würde. Aber da sitzen bestimmt höhere Gremien mit mehr Verkehrsverständnis als ich. Aber ich glaube, da könnte man durchaus mehr erreichen, wenn man alle Beteiligten mal ins Boot holt. Was aber bisher nach meinem Wissen nicht passiert ist. Eine Sache, die mir persönlich noch am Herzen liegt, eigentlich sind es zwei. Und eigentlich sind die auch nicht miteinander zu trennen, voneinander zu trennen. Das eine ist Gemeinschaft. In dem Wort Gemeindetest besteht gemein. Und gemein heißt immer noch gemeinsam für mich. Ich habe so manchmal den Eindruck, dass der ein oder andere Ortsteil sich so ein bisschen hinten ansieht. Und mir liegt viel daran, eine Gemeinschaft herzustellen oder wiederherzustellen, eine Gemeinschaft zu finden. Zum Beispiel heißt es Dorfwoche Tespe, wir sind aber die Gemeinde Tespe. Das ist für mich eigentlich die Dorfwoche der Gemeinde Tespe. Zu denen gehören nun mal die drei Teilortschaften. Dass da der ein oder andere Ortsteil oder Angehörige von Ortsteilen sagen, naja, wir finden ja gar nicht statt, das kann ich schon nachvollziehen. Das würde ich gerne auf andere Beine stellen. Ich würde wieder ein bisschen mehr Gemeinschaftsgefüge in allen drei Ortsteilen versuchen ins Leben zu rufen. Also ein bisschen mehr Wir-Gefühl in der Gemeinde. Und zum anderen, wir kümmern uns hier um alle möglichen Leute und das ist auch wichtig, aber ich finde, wir legen zu wenig Augenmerk auf die Jugend. Und Jugend ist für mich angefangen mit 14, also im Teenageralter bis hin, naja, ich sag mal Ende 20, auch das ist für mich, weil ich ja nun auch schon älter bin, die Jugend. Und die lassen wir eigentlich immer ein bisschen sträflich liegen und überlassen sie sich selbst. Wir verlassen uns darauf, dass die Gemeindevereine, also Feuerwehr, Schützenvereine und was es da sonst noch alles gibt, sich um die kümmern, aber wir selber von der Gemeinde her machen wenig für diese jungen Menschen. Und ich finde, das muss sich ändern. Und mein Ziel ist es, auch in die Politik, hier in die Kommunalpolitik, mehr Jugend hineinzubringen. Ich hoffe, dass mir das gelingt. Das sind meine persönlichen Anliegen. Mehr Gemeinschaft und mehr Jugend.